Hallo und Yoshi Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Tears of the Kingdom. Können wir seine Vögel fotografieren? Mal versuchen. Meine kleinen gefiederten Freunde zwitschern von etwas, das meine Aufmerksamkeit erregte. Einige Stammgäste mit Reservierung werden schon seit geraumer Zeit im Stall erwartet, sind aber nicht angekommen. Zwar geht es um den Koch hier, Godric. Er wollte sich mit den Gästen treffen, um ein Rezept von ihnen zu erlernen, das sie vom Prinzessin Zelda persönlich erhielten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Godric steht schon die ganze Zeit so da und hält auch schon nach den Gästen. Tja. Geht es also um eine Gruppe Gäste, die sich Zeit lässt? Nein, etwas muss ihre Pläne durchkreuzt haben. Und die Tatsache, dass das Rezept von Prinzessin Zelda persönlich stammt, hat vielleicht auch noch was damit zu tun. Das ist mehr als nur Gezwitscher. Das sollten wir einfach mal nachpicken. Okay. Ja, was steht da eigentlich? Fatschmel von mir ist gut. Der Koch sorgt für um seine Gäste, die eigentlich in den Stall übernachten. Doch dieses Mal, trotz Ankündigung, bisher noch nicht erschienen sind. Angeblich will er von ihnen ein Rezept erlernen, das wir uns in Zelda persönlich erhalten haben. Achso, das kennen wir ja schon. Karikatürme, die sind riesig. Ich habe mal gelesen, dass mit eine. Aber wie war das mit dem Sprung? Das will ich auch mal sehen. Die vom Pura in Aegrion errichteten Grüßen mit einer Wald Link und nahm den ersten Sprung. Okay, das ist wahrscheinlich auch erst möglich, wenn ich das mit den Weißen im Angriff genommen habe. Oh ja, muss ich schützen. Ja, was im Wert ist, ein Ding ist schwer. Okay, was hier? Hier gibt's nichts. Oder? Warum liegen hier Bretter herum? So. Sieh sie doch nicht. Hier stimmt doch was nicht. Paragos und die anderen, sie hätten noch längst über die Brücke da kommen müssen. Was gibt's? Ah, bist du ein Gast? Wenn du was im Stall zu liegen hast, wende dich einfach an die Rezeption. Ich muss hier bleiben und einige Gäste zu begrüßen, die die Rezeption bei uns gebucht hatten. Aber sie sind jetzt schon so lange überfällig und immer noch nicht aufgetaucht.
Wenn sie mal so einen Stall hat machen, muss sie immer über die Oktobrücke da hinten. Also halte ich hier von ihr aus nach ihnen auch schon hoffe, dass sie im Moment wieder spielen zu können. Es handelt sich um eine Gruppe von Feinschmeckern um den Koch Paragus. Von ihnen kann ich immer noch was lernen. Dieses Mal wollte sie mir sogar eins von dessen Zelt eigenes Rezept beibringen. Tja, vielleicht haben Paragus und die anderen Zelte lassen sich auf den Weg hierher Zeit. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Oder sagst du noch irgendwas so? Also, und die anderen haben so von Prinzessin Zell das Rezept geschwärmt und wollten es mir unbedingt beibringen. Ihnen wird doch nicht zugestoßen sein. Wenn sie bei uns dann scheinbar kommen, sie immer über die Doktorin da hinten. Also halte ich hier aus und nach ihnen Ausschau und hoffe, sie jeden Moment erspähen zu können. Gut. Dann wollen wir mal uns hier um den Kopf kümmern. Naja, könnte auch daran liegen, dass der Rucksack so groß ist und du keinen Fuß drauf kriegst. Wackel nicht so hin und her, Idiot. Ich bring dich zu deinem Freund. Leute, ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Was bräuchte ich? Ich bräuchte ein Boot. Evakuierer, okay. Richtige Sprungfeder. Drohnenkanone. Dreifachkanone. Kampfballon. Ein Landboot wäre nicht schlecht. Was habe ich denn da so? Ich brauche einen Gleiter und ich glaube, das bräuchte ich. Oh, fährt der Erl ernstes eine Sternstuppe runter? Wo ist die Sternstuppe hin? Ich habe eine Sternstuppe, habe ich doch gesehen. Okay, ich hab das mit dem, was man da auch noch verwechselt. So. So. Er hat Feuerfrüchte, aber ich glaube, wenn ich ihn angreife, würden die anderen da sofort mich angreifen. Hoffentlich funktioniert das, was ich vorhabe. Das Teil hat Räder.
Kann es sein, dass es wenigstens mir was untergeht? Okay. Es funktioniert! Gut, dir steht das Wasser bis zum Hals, aber hey, du kommst zu deinem Freund, oder? Das ist doch das Wichtigste. Natürlich muss die Stück Scheiße mir auf den Sack gehen. So, und jetzt verreck einfach still und leise. Das sind wir also. Also, ich meine, ich bin also praktisch die erste Brücke, auf die man in Breath of the Wild kommt, sobald man das vergessene Plateau verlassen hat. Hab ich gern getan. Tschüssing. Okay, warum fährt das Ding? Wahrscheinlich, weil das immer so hoch geht. Das müsste doch mal hier hin. Hä? Ich habe das für dich erledigt. Also kein Grund, Panik zu kriegen. Bisschen rechtslastig. Ja, und das ist dann ein Problem. Hey! Warte auf mich! Halt, halt, halt! Na bitte. Wird da jetzt so ein Wind? So? Oh nein, warte! Ich wollte doch hier den Schleichmücher da einsammeln. Also die Schleichschnecke. Aber das ist wohl von diesem Octorok gewesen, den ich erschossen habe. Wollte jetzt mir eines erzählen, dass das nicht funktioniert? Okay, wahrscheinlich, weil ich wollte das Teil, also den Ventilator draufgepackt habe und vorhin war der eigentlich ja zu sagen da hinten. Okay, warten wir mal und machen immer Stück für Stück. Toll! Link, bitte schneller schwimmen. Bitte schwimm schneller, weil ich will, dass du mich das Teil noch rausholst, okay? Danke. Also, mal ist das so, dass er auf keinen Fall ins Wasser, also dass er kaum wenn er die Begrenzung gehen kann, sobald er das nutzt. Also diese Ultrahand. Und mal ist das dann so,
dass, wenn er das Tal dann nutzt, er einfach dann über diese Abgrenzung geht. Wenn man das doch so nach oben hat. Ah, okay, Steuerknöpfe nach oben, also nach hinten. Dann klappt das. So kommen wir nicht weiter. Ah, warte mal. Waren die immer so dicht gewesen? Also die Gegner, die da rumfliegen. Minister, die kenne ich doch dann. So. Also wenn schon, dann will ich das einigermaßen haben. So. Meine Fresse nochmal. Ich will, dass das verdammte Teil so und nicht anders. Ich will eine verdammte Seifenkiste da machen. So. Das Teil packen würde. Auf. So, jetzt müsste das funktionieren, hoffe ich. Funktioniert das nicht? Okay, es muss irgendwie verbunden werden. Ist nicht gerade geländetauglich. Jetzt wackelt und Luft und funktioniert. Warmbedürfnis.
Bambi hat mich getreten. Das nehme ich in selten. Oh, verflix doch mal ein fucking Baum. Warum zur Hölle muss das sein? Warum muss da jedes Mal ein verdammter, nerviger, dummer Baum sein? Der Mann, er muss jetzt auf einmal laufen. So. Dass die Räder sich drehen, ist doch sehr beeindruckend. Weil, so wie es so festgepoppt ist, müsste man meinen, die können sich gar nicht mehr drehen. Jeder, der Räder so festgeklebt hat, ohne irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie eine Stange einzubauen, dass es dann so sich selbst dreht, weiß, wovon ich spreche. Ich glaube, ich bin zu Fuß schneller unterwegs. Oh, ich bin total verkehrt. So fährt das überhaupt gar nichts. Ja, jetzt kann das verdammte Teil schnell rasen. Ich glaub's nicht. Machen wir doch mal. Warte mal. Wir können die Räder nehmen, weil die sind geländetauglich. Also die sind wenigstens weitaus geländetauglich als diese nervigen Räder. Also weg mit denen. Ich soll doch packen. So. Und wo wir schon mal da sind, kann ich das Teil besser ein bisschen mehr machen. Festmachen. Ja, aber ich wollte eigentlich das da reinsetzen. So. Das genau so. Ich muss aufpassen, dass es auch in die richtige Richtung angebracht wird. Sonst habe ich nichts davon. Das ist für ein Brummkreisel geworden. Mit dem Scheiß. Kann ich das Zeug eigentlich irgendwie verbrennen? Also das Brennen ist keine gute Idee.
So. Oh, come on. Könntest du dich an den richtigen Teil befestigen? Danke. Sieht doch irgendwie ganz gut aus, oder? Sieht aus wie ein kleiner Bigfoot. Also diese riesigen Monster-Trucks da. So. Wollen mal sehen, ob der Schnuckiputz funktioniert. Okay, kann ich den irgendwie kopieren? Den habe ich kopiert, oder? Okay. Ja, nicht schlecht, aber ich glaube, wenn ich zu Fuß gehe, bin ich schneller. Aber dafür bin ich was geschützter, hoffe ich. Das Ding ist zu breit. Oder? Komm ich so rüber? Oh, ja, ganz knapp. Ganz knapp. Zu knapp. Im Ernst, das Teil hätte doch. Passt doch da. Wieso? Ach so, weil die unterschiedlich angebracht worden sind. Die Holzflöcke. Aber jedenfalls ist das mal ein Geländefahrzeug, Leute. Ignorieren wir ihn. Geht doch echt erstaunlich gut. Und ich muss sagen, für einen selbstgebauten Jeep macht er ganz gut. Sieh mal einer an. Hallo Leute. Was ist los? Oh, Hilfe. Brauche Essen. Unser zweites Gericht. Okay, was habt ihr angerichtet? Oh, wer war das? Wer hat da Monsterfleisch reingetan? Monsterfleisch? Oh, soll das nicht Wildfleisch sein? Mhm. Erste Regel für Feinschmecker. Folge immer dem Rezept. Okay, was habt ihr gemacht? Wildreisrezept nach Prinzessin Zelda. Zutaten Wild, Haue, Reis, Steinsalz, Effekt gibt jede Menge Energie. Vorsicht, kein anderes Fleisch als Wild verwenden. Och, oh Scheiße, es regnet jetzt auch gerade. Mist. Wild, Haue, Reis, Steinsalz. Und ich muss natürlich. Ja, muss ich hier vielleicht noch meinen Kochtopf verwenden? Ach, das ist ja das wenige Problem. Das Problem ist nur, dass es wieder regnen tut. Weil wir können ja gar nicht kochen. Obwohl normalerweise müsste das ja geschützt sein. Ich glaube, das funktioniert nicht.
Das hätten sie immer auch fixen sollen, dieses dumme Regen. So. Versuchen wir mal so. Also. Und ich muss meinen Heilreis extra für diese Vollidioten ausgeben. Jedenfalls brauche ich gar kein Wasser. Also brauche ich keinen trockenen Boden, dass es funktioniert. Okay, ich habe es jetzt gekocht. Moment, muss ich jetzt für jeden jetzt das geben und nochmal kochen? Dieser Duft. Du da, hast du einfach eine Schale mit Wildreis? Ich will dich an. Gib sie mir, bitte. Ja, okay. Habe ich extra für euch gekocht. Das ist das Aroma. Das ist es. Das Rezept von Prinzessin Zelda. Perfekt zubereitet. Ich glaube, das Kochen hat sie von Link gelernt. Markus, Bellis, Bennett, nimmt ein Bissen hiervon. Danke. Nur dank deiner Hilfe geht es uns gleich wieder besser. Wir haben dieses Rezept von Prinzessin Zelda gelernt, als wir sie auf unserem Mondreisen trafen. Sie war so freundlich zu uns, obwohl wir einfach Reisende sind. Die Prinzessin sagte auch, dass man dem Rezept extra folgen muss, sonst ändert sie mit einem Fehlschlag. Wenn ich herausfinde, wer das Wildfleisch durch Monsterteile ersetzt hat. Tut mir leid, die Idee mit den Monsterteilen hatte ich. Ich war einfach neugierig auf den Geschmack. Als Feinschmecker halte ich es für meine Pflicht, Dinge zu verkosten. Alles einmal auszubrühen ist keine schlechte Sache. Doch jetzt haben wir keine Zeit für Diskussionen. Wir müssen schnell zum Fluss, zum Stall zum Fluss. Wir sind viel zu spät dran und ich bin sicher, dass Godric sich Sorgen macht. Ja, das tut er. Wir stehen in deiner Schuld. Lass mich noch einmal sagen. Danke. Du kennst uns überhaupt nicht und dennoch hast du deine wertvollen Vorräte für uns verwendet. Ja, das stimmt. Besonders, dass man Reis. Bitte nehmt dieses kleine Symbol unserer Dankbarkeit an. Oh, danke. Dann noch das hier. Geben Sie mir jetzt alles wieder zurück? Oh, Luxuswild. Das ist das allerbeste Wild, das wir haben. Nimm es. Dann kannst du davor bei Gelegenheit noch einmal Wildreis kochen. Suche hier noch unsere Sachen zusammen und dann gehen wir gleich zum Stall am Fluss. Wir trennen unsere Wege. Vielleicht treffen wir uns ja noch ein andermal wieder. Ja, werden wir. Na, wenn das nicht der Kollege ist. Der Verbleib der Stammkiste macht mir Sorgen. Ich dachte, ich könnte mal die Umgebung fliegen und mich umsehen. Und du, Kollege? Hast du schon einige gute Tipps nachpicken können? Ja, habe ich. Habe sie gefunden. Was? Die Stammgäste gingen ihr schlecht, aber du hast ihnen geholfen? Aha. Da war also was dran an den Geschwitzen. Hätte gedacht, dass sie auch eine gute Köchin ist. Sie ahnen, Prinzessin Zelda. Hast du alles von Link? Das hätte ich niemals von ihr erwartet. Aber warum eigentlich nicht? So, Kollege, damit sind wir nur in 8 Gerüchte um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Mit jedem abgeschlossenen Auftrag gehört sich deine Reputation. Kletis wird mit der Arbeit sehr zufrieden sein. Hier für dich, Nisthäkchen. Da fällt noch was ein. Kletis gefällt deine Arbeitsmoral, Kollege. Deshalb möchte sie dir einen kleinen Bonus zukommen lassen. Hervorragende Arbeit, Kollege. Das ist ein Zeltas Rezept für Kampfgeist. Das schreibe ich fast von allein. Nee, das schreibst du von... Und jetzt... Okay. Da können wir hier noch Sachen machen. Gut, dass ich das mit Hyrule-Reis wiedergekriegt habe. Das ist hier so ein Wald voller Octoroks.
ist darum auch dieser, darum auch die Musik. Aber hier sind sehr viele Automaten. Dafür einer unbedingt getötet werden. Link, hör auf zu die Palme. Ich hab dich gesehen, du Miststück. Ich wollte schon sagen, kommst du mal raus, du Arsch? Oh, Fisch. Aber dieses nervige, dass da so ein Gebiet ist, wo es nur von diesen Octoroks wimmelt, das haben sie leider nicht gefixt. Also es wäre schön, wenn sie das gefixt hätten. Jupp. Ja, das ist... Oh, come on. Hätte es nicht so sein können, dass man da was sieht? Dass manchmal diese blöde Kamera da immer wieder so... So sich dreht, so immer so nah an links sein muss. Das ist, oh, das ist ätzend. Gibt's da keine Möglichkeit, die Schose da irgendwie zu fixen, Mann? Weil, wenn man nämlich nicht sieht, geht, weil die Kamera so dicht an einen ist, das ist nicht so schön. Was sage ich denn? Oh, hi. Was ist denn da oben? Eigentlich könnte ich dann praktisch ins Stall zurückkehren und da schlafen. Und dann hoffe ich ja eigentlich, dass da wieder halt nur der Reisbestand aufgefüllt wurde. Ach, guck mal einer an. Ach, okay. Ach, puh, gefunden. Aber stell ich nach oben, wurde ich nicht. So, das wollte ich nicht immer. Jedes Mal nach oben klettern, nur um einen Bögen Samen zu kriegen. Hm.
Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Aber ich habe das schon mal gesagt. Ich bin sowas von froh, dass sie diesen dummen Bullshit mit den, sag ich mir, den Stein ins Wasser schmeißen nicht mehr haben. In den Steinkreis rein. Oh, Moment. Aber das war so... Oh, das war nervig. Das hat keinen Spaß gemacht. Und so... so. Hier gibt es so viele Tomaten. So sehr ich auch die Tomaten feiere. Die sind kein guter Ersatz gegen den Dorian-Früchten. Die hätten sie echt drin lassen sollen. Könnt ihr mal aufhören? Was? Das ist eine fucking Sternstoppe? Ach, verflixt, wie komme ich denn da hin? Okay, das war's dann mit den Wagen. Oh. Ist immer einer an. Da ist es. Mein. Das müssen wir nur schnell holen. So. Ja, aber ein Sonnenfleckchen, ein Sonnenfleckchen. Ist doch ein passender Name für ein Pony, findet ihr nicht? Okay, da vorbei. Ich wollte gerade sagen, ihr wollt mich verarschen, weil da mitten im Fluss ein Weg ist, aber das ist ja zum Glück nur ein See, was man auch ganz gut umrunden kann. Jetzt war das wirklich totale Verarsche. Link, es regnet nicht. Es
So, stopp, Leute. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. So. Och, jetzt hätte ich geschafft. Ich weiß, in Kakariko gibt es eigentlich auch Reis, aber da ist erstmal nichts zu kriegen wegen storytechnisch. Gerissene Gegner. Ein Hammer, um den Panzer das wieder zu knacken. Ja. Ach ja, und den gepanzerten 9 ist ein silberner. Toll, nicht? Das heißt nicht nur, dass man erstmal die sämtliche Energie darauf verschwenden muss, um ihn aus der Panzerung rauszuhauen. Nein. Oh, Fisch. Nein, man muss da noch anschließend noch gegen einen silbernen 9 kämpfen. Oh, gut. Ja, ich hab's schon beim ersten Mal verstanden, Dude. Finger weg von den Feldern. Okay, ich wollte noch was anderes noch sehen. Aber mir ist was aufgefallen, als ich nämlich da loslief. Ja, bei diesem Okto. Na hier. Da ist nämlich was. Das wollte ich mir noch mal ganz kurz noch mal ansehen. Ich weiß, das ist ein Abgrund. Was soll's, ich werd's eh zurechtschneiden. Bei den vielen von der, sag ich 10, also bei, wenn ich da so umherwandere, dann rede ich eigentlich selten, rede ich überhaupt gar nicht. Das muss man ja nicht unbedingt da drauf lassen. Verflixt. Ich dachte, ich wäre schon da so ein bisschen drüber. Hab mich gefehlt. Ein Dorf. Oder was davon noch übrig geblieben ist.
Okay, den Teil habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Was ist das? Okay, das sind Monster. Hört sich die Musik irgendwie anders an? Nochmal, warum zur Hölle sind diese blöden Leuchtkapseln? Ich hab mich verdrückt. Und zu meinem Glück war da Wasser. Ich wollte nämlich eigentlich den Bogen einsetzen und hier das Licht machen, aber zum Glück, zu meinem Glück war da ein Teilchen. Moment mal. Ein Fisch? Fische? Interessant. Ich hatte in den vorigen Parts auch gesagt, ja, dass es hier anscheinend keine Fische gibt. Also zumindest hier haben wir einen Fisch. Ist hier irgendwo ein Schrein? Was ist denn auf der anderen Seite? So.
Halt! Okay, das hat ja gar nicht funktioniert. Oh, war ja. So funktioniert das nicht. Ich glaube, ich muss da wohl ein bisschen mehr in die Mitte. Eigentlich ist es ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Doch nicht so gut. Komm, ich würde einfach nach oben gehen. Klappt das eigentlich auch so jetzt? Mit Steuern klappt es eigentlich auch nicht. Blöd. Kann ich was anderes? Ich will einfach nur die Möglichkeit nach oben haben. Nur vielleicht einen Kampfballon. Was? Nee, das hatte ich ja schon gerade eben gehabt. Hab's nicht so erkannt. Einfach einen ganz schlichten, einen ganz normalen Ballon. Wo
Gott. Was ist denn mal das? Ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Wir werden sehen. Okay. Oh. Was haben wir da hinten? Was leuchtet da hinten so rot? Ach, wahrscheinlich da irgendwas. Was haben wir? Was? So, hoffentlich kommen wir da jetzt hin. Sieht nicht so aus, als ob es einfach wird. Ach du heilige Scheiße, ist das tief. Okay, da fliege ich also hin. Ah! Hä? Wieder? Mine? Okay, dann gehen wir mal kurz gucken. Ach, da wird wohl nichts Besonderes dritte sein. Höchstens irgendwie so ein Szenario oder so. Oh. Ein Held aus uralter Zeit sollte es schlichtweg ohne Gewand tragen. Es soll sein Lieblingsgewand gewesen sein. Okay. Gut, ich nehm's zurück. Ja, normalerweise ist es eigentlich so, dass bei den kleinen Minen meistens ja nichts Großes zu finden ist. Okay. Dieser Trick funktioniert wirklich nicht immer. Und wenn es so steil ist, funktioniert das nicht. Und wenn man halt mehr Ausdauer hat, dann ist das halt zum Nachteil, dass es dann lange dauert, bis es dann wieder gefüllt ist. Was ist denn da hinten? Ach so, eine Pflanze. Da ist das Teil. Verstehe, ich war ein bisschen noch zu tief. Hm? Ich hoffe, ach, es ist nicht so, dass da irgendwie eine Plattform ist.
mich da auch nicht hin. Landet doch nicht in den Scheiß rein, Mann. Link, hör auf damit. Halt dich doch einfach mal richtig fest. Da haben wir ja endlich unsere Wurzel. Die Wurzel allen Lichtes. Puh. So. Ja, der Vertrag ist dunkel und so. Puh. Oh, verfickt's. Verflixt nochmal. Ist der auch noch eingepackt? Natürlich. Nick hat ja die Theorie aufgestellt, dass diese Untergrundwelt eigentlich Hyrule wäre, also das alte Hyrule. Wäre eigentlich gar nicht mal so von der Hand zu weisen, finde ich. Gibt es hier irgendetwas, was ich nutzen könnte? Nicht verbinden, ich will das. Ich will, dass da die Reifen da verbunden werden. Also doch nicht. Oder machen wir es mal so. Zack. Meine Fresse noch mal. So.
Können die Dinger hier irgendwo ein bisschen für Gewicht sorgen? Naja, es läuft. Nein, bitte keine Verbindung. Jedenfalls kann ich jetzt mal endlich durch das Miasma fahren. Okay, ein bisschen schwierig dann aber, wenn das Teil, wenn es da irgendwo hängen bleibt. Oh. Da ist ein Baum vor uns. Okay. Also, es bringt eher was, hier, wenn man hier alles erhält hat. Dann bringt das eher was. Hä? Hier ist was? Abgelegene Arena. Gut, dann gucken wir uns das mal an, was das ist. Warum ist das hier so dunkel?
Okay. Mit wem haben wir es zu tun? Oh! Mit Echsen. Wir haben es mit Echsen zu tun. Okay, okay. Ja, mit Echsen, die... die wir jetzt kurz erledigen. Jetzt haben wir die... ersten Typen. Oh, komm, Link. Hä? Wieso funktioniert das Teil nicht? Ach, es hat auch so einen scheiß Cooldown oder was? Okay, jetzt kommen die das Unangenehme. Oh, die sind ein bisschen schwer zu besiegen, weil sie weggeweht werden. Oh meia. Sei du mal erstmal eingefroren, okay? Okay, jetzt kommt ein fucking Weißer. Der geht wieder zurück, hä? Oh ja, ich hab's hingekriegt. Das wird natürlich nicht vorbei sein. Nein! Wieso habe ich die blöde Waffe geschmissen? Und jetzt alle auf einmal, warum nicht? Oh ja, danke. Oh ja, wie ist der Typ dahin gegleitet? Warte mal, das ist doch ein... So, dann wird nur ledig. Das ist doch wohl ein... Ja. Habe ich noch zwei von denen. Toll, Ingame Sound ist weg.
Come on, steh auf, Link. Ich weiß jetzt natürlich jetzt nicht, ob der Ingame-Sound jetzt auch nur von meinem Headset weg ist. Oder auch jetzt allgemein. Wenn ja, dann kann ich da leider nichts machen. Liebst du ja noch? Was war das gerade für ein Geräusch? Kann erst mal nicht gucken. Ich habe hier was zu tun, damit ich hier nicht fertig gemacht werde. Das ist eigentlich dein Killer explodiert, aber egal. Andere hin. Ist er tot? Ja. Kann damit leben, wenn der Dude tot ist. Sorry, Idiot. Ich möchte dich nicht unbedingt so dicht an mich heranhaben. Durch dein Jasma. Oh, geschafft. Reduzierst nämlich meine Herzen und das will ich nicht. Dann sammeln wir mal alles schön ein und schauen, was da drin ist. Habe ich alles? Mütze. Diese Mütze eines Fahrenhändlers, das Armband den Träger zum Bild beschleunigt seitlich klettern. Ein seltenes Stück, das einfach nicht so lang ist. Ja, das stimmt. Puh. Hab mich aber recht gut geschlagen. Was ist eigentlich da? Okay. Gigas? Mein Fahrzeug ist weg. Habt ihr Arschlöcher das gestohlen oder was? Ja, natürlich nicht. Wenn es so lange dauert, dann verschwindet das wohl. Okay, dann werde ich mal den Part beenden und hoffen, dass nur auf mein Headset der Sound verschwunden ist und nicht auf dem Video. Das wäre nämlich scheiße. Also, see you later, guys.